sind auf Facebook über 20.000 Mal geteilt worden. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, keiner wacht, die Menschheit dämmert im Tiefschlaf ganz sacht. Auf die einsamen Rufer gibt niemand mehr Acht. Schlaft in himmlischer Ruhe, schlaft nur in himmlischer Ruhe. Michael, grüße dich, grüß Gott. Grüß dich, Georg. Ja, du bist jetzt wo gerade? Ich bin gerade an meinem Schreibtisch, wo ich immer meine Kriminalromane eintippe. Genau, wir wissen ja, dass du Schriftsteller bist. Ja. So, wie kommt es von Interpreten, von der Musikseite zum Schriftsteller? Wie geht das? Also ich habe schon immer meine Texte selbst geschrieben bei der Musik früher. Ich habe sehr früh mit dem Songschreiben angefangen, habe auch mit 20 Jahren schon mal so einen GEMA-Liedermacher-Wettbewerb gewonnen und war immer an der Textthematik dran, habe dann auch beim Fernsehen als Texter gejobbt, bei eurer Konkurrenz, bei ProSieben. Und dadurch hat sich das dann einfach irgendwann einmal ergeben, dass man auch längere Strecken schreibt und daher dann die Bücher angefangen. Okay, eine Frage. Hast du mit diesem Erfolg gerechnet von Stille Nacht, von dieser nachdenklichen Version? Also wenn ich ehrlich bin, wir haben damals, als wir den Song aufgenommen haben, das ist ja schon etliche Jahre her, haben wir uns Erfolg erhofft, regelrecht gerechnet damit. Haben wir nicht, weil wir natürlich alle die Medien kennen, die üblichen Medien kennen. Dort kamen auch viele Absagen und ihr könnt hier doch Weihnachten nicht so was Kritisches machen, das will doch keiner hören. Wir haben trotzdem daran geglaubt, dass es jemand hören will und haben dann uns nicht davon abbringen lassen, Jahre später einfach mal ein Video davon auf YouTube zu stellen für die Leute, die uns immer wieder gefragt haben, Mensch, kann man das nirgendwo mal sehen oder so. Und ja, jetzt kam dieser überraschende Erfolg, mit dem keiner von uns wirklich gerechnet hätte. Stille Nacht, eisige Nacht, hilflos im Sturm, er tobt mit Macht und drinnen wird noch getanzt und gelacht. Die Krippe zur bloßen Kulisse gemacht. Beim Feiern ist Elend tabu. Schlaft nur in himmlischer Ruhe. Michael, eine Frage. Wie dieses Lied geschrieben worden ist und du hast erfahren, dass du das singen sollst, was hast du dir dabei gedacht? Eigentlich nicht viel. Mir hat es gefallen, fand die Idee gut und bin einfach mal ins Studio rein und wollte es ausprobieren. Und dann haben wir da noch ein bisschen am Text rumgefeilt und irgendwann war es dann soweit, dass wir gesagt haben, geile Sache, mach mal. Stille Nacht, einsame Nacht, im fremden Land, verfolgt, verlacht, vom Bruder zum Gegner, zum Feind gemacht. Wer hat dieses Feuer des Hasses entfacht und wir sehen tatenlos zu. Schlaf nur in himmlischer Ruhe. Auf Facebook über 20.000 Mal geteilt. Das wäre eigentlich, wenn man es dann umrechnen würde in die Musikbranche, also wenn man zum Beispiel so viel Votings bekommen würde, sowas wie eine goldene Schallplatte ist vergleichbar. Was sagst du dazu? Ja, also für den Sinn des Liedes würde ich mir Platin erhoffen, jetzt nicht für uns, sondern einfach für diese Botschaft, die da drin steckt, weil doch wirklich einfach ein paar sehr essentielle Wahrheiten darin angesprochen werden, die auch ohne zu werten da in dem Lied vorkommen, die einfach nur so in die Welt gesetzt werden, sodass sich jeder seine eigenen Gedanken machen kann. Und da fände ich es natürlich sehr schön, wenn es immer mehr Leute machen würden. Ein trauriges Fest, draußen tobt ein.
Schlacht, vom sinnlosen Krieg zum weisen Gemach, von lautlosen Kugeln zum Schweigen gebracht. Sie finden nun ewige Ruhe und morgen vielleicht ich und auch du. Mit wie vielen Leuten rechnest du, dass das bis zu der Weihnachtszeit teilen würden? Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Kann ich nicht abschätzen. Vielleicht nochmal so viel, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wenn es zum Beispiel 20.000 Mal geteilt worden ist, dürften das momentan so in etwa in Verbindung mit VOTV auf der Startseite in etwa 500.000 bis 600.000 Leute schon gesehen haben. Ja, das ist absolut stark. Ja. Wir haben auch vernommen, dass mittlerweile auch Rundfunkstationen Stille Nacht, die nachdenkliche Version, spielen. Na toll, das haben sie uns damals nämlich abgesagt. Die haben gesagt, das, was, ihr seid doch verrückt, das will keiner hören, was wollt ihr damit, das ist viel zu brutal. Und ich finde eben die Realität viel zu brutal und solche Lieder an sich überhaupt nicht. Ne? Also es gibt manchmal da so Argumente, gerade wenn man wie ich jetzt mehr oder weniger als No-Name kommt bei den Anstalten. Ich denke mal, wenn ein Maffei oder so jemand hingegangen wäre, dann hätte es vielleicht schon lange ganz anders ausgeschaut. In diesem Sinn ist es gut, dass es Online-Zeiten gibt. Und wir haben deswegen den vermarktet, weil wir davon überzeugt sind, dass der Text, dass eben deine Interpretation und das Video einfach, ich würde sagen, jetzt in diesen Zeiten wie diesen, die Nummer 1 weit und breit ist. Und das ist eigentlich die treffende Antwort auf die Kriege und auf diesen Wahnsinn auf dieser Welt. Erzähl einmal deine Meinung, was du von diesem Wahnsinn auf dieser Welt hältst. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt schon 57 und habe inzwischen eigentlich schon eine Meinung, die sehr viel zulässt in dieser Welt und die sich auch mit vielem abgefunden hat in dieser Welt. Was nicht heißt, dass man nicht dagegen angehen sollte, gegen Krieg und gegen gewalttätige Auseinandersetzungen, gegen Ausgrenzung, gegen alle möglichen diese Dinge, sollte jeder sein und sollte niemand sich verschließen, auch dagegen zu reden. Nur schleicht sich auch ein bisschen mit bei mir dieses Gefühl mit ein, macht es wirklich Sinn, ändert sich dadurch wirklich was? Letztlich ändert sich bei uns ja immer nur was, wenn wir uns selbst ändern, wenn wir irgendwelche Zustände anklagen, haben wir morgen halt andere Zustände, dann können wir die wieder anklagen. Also letztlich müsste sich im Bewusstsein der Menschen auch was tun. Vielleicht kann man ein bisschen was damit beitragen mit dem Lied. Haben viele Kommentare abgegeben und irgendwie schreiben alle das Gleiche. Beeindruckend, treffend, bewegend, jeder will etwas machen und alle schreiben das Ähnliche. Wie kann man das machen, dass dieses Video auch die Mächtigen dieser Welt bekommen? Das waren viele Kommentare. Was glaubst du, wie können wir das schaffen, dass auch die Mächtigen dieser Welt dieses Video sehen? Das seid ihr gefragt. Ich bin Sänger, ich bin kein Medienfachmann. Diese Veröffentlichungsgeschichten und so weiter, das muss über Kanäle laufen. Es gibt ein Beispiel. Ich glaube, es war Harry Potter oder war es ein anderes Buch. Ein sehr bekanntes Buch wurde zunächst von einem winzigen Verlag rausgebracht, hat keinen
niemanden interessiert. Dann hat es zufällig das Kind oder die Frau von einem großen Verleger in die Hand gekriegt, hat ihn darauf aufmerksam gemacht, also pass mal auf, das musst du rausbringen, wurde von einem großen Verlag rausgebracht, auf einmal war es ein Welthit. Als Buch. Eine Meinung zum Welthit zu machen, kann, glaube ich, nur so funktionieren, dass es eben immer mehr Leute teilen. Wir haben auch inzwischen eine Version mit englischen Untertiteln auf YouTube gestellt, wo eben auch Leute, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, zumindest den Text sinngemäß erfassen können und die Musik dazu haben. Wie gesagt, wahrscheinlich einfach nur durch Verteilen und weiter verteilen und immer weiter sagen. Der Morgen kommt, ein Tag erwacht, das Kind in der Krippe, es regt sich und lacht. Ein Funke, der wieder die Hoffnung entfacht, auf ein Leben ohne Tränen und Wut, auf ein Leben aus Liebe und Mut. Auf ein Leben ohne Tränen und Wut. Auf ein Leben aus Liebe und ausgezeichnet worden als bester Interpret, Sänger, auch das Video und der Text. Es ist eine gemeinsame Auszeichnung. Was sagst du? Das haben auch die User bestätigt mit vielen Kommentaren und die Jury hat es entschieden. Also du bist 2014 die Nummer Uno. Hammer, ich bin total überwältigt. Hätte ich nie erwartet, dass sowas noch daherkommt und freue mich dafür natürlich umso mehr, nachdem man jahrzehntelang gekämpft hat mit der Musik und immer wieder geschaut hat, irgendwie mal etwas mehr Aufmerksamkeit für das, was man da tut und denkt und fühlt, zu bekommen. Und jetzt gleich so eine volle Breitseite ist natürlich schon richtig geil. Macht uns Spaß. Es ist schwierig. Also ich selbst bin ja auch jemand, der dann einfach verzweifelt oft und da liegt und einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich denke mir, man sollte sich einfach die Hoffnung bewahren drauf, dass irgendwelche Kräfte in uns sind, die alles besser machen, und wir sollten einfach leben und uns freuen und fröhlich sein. Mehr geht's nicht. Das Kind in der Krippe, es regt sich und lacht. Ein Funke, der wieder die Hoffnung entfacht. Auf ein Leben ohne Tränen und Wut. Auf ein Leben aus Liebe und Mut. Auf ein Leben ohne Tränen und Wut. Auf ein Leben aus Liebe.